Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ja, heute will ich euch mal den New Holland T7 AC Series zeigen. Das ist ein mittelgroßer Traktor von New Holland, wie gesagt. Der kostet in normaler Ausführung 152.000 Euro. Seht ihr hier. Ich habe da nichts konfiguriert, keine Farbe, kein Reifen, Fronthydraulik und so ein Pups, ne? Wie ihr seht, kann man den auch hier in einer roten Farbe lackieren und noch in vielen anderen. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ihr findet ihr, wie gesagt, unter mittelgroßen Traktoren. Ganz hinten, da haben wir das wunderschöne Schmuckstück. Felgenfarbe könnt ihr hier jede Farbe nehmen. Also die Hautfarbe könnt ihr hier Blue, Blau Standard. Dann hier in so einer Metallic. Dann Fiat. Okay, Fiat Power. Schwarz. Schwarz Matt. Und Gold. Oh, das glänzt so richtig schön. Huiuiui. So, Designfarbe ist hier vorne der Kühlergrill. Könnt ihr einmal in Weiß und einmal in Gold. Da verändert sich auch der Auspuff, also die Farbe vom Auspuff. Ja, wenn ihr alles mit Farbe macht, also die Felgenfarbe kostet 300 Euro, die Hauptfarbe 2500, unterscheidet sich das eigentlich? Oh ja, tatsächlich. Fiat Power kostet 1000, Matt kostet 2000, hoppala. Standard halt nix. Schwarz kostet 1000, Schwarz-Matt 2000, Gold 2500. Designfarbe, also Gold kostet 2000, Weiß 1000, Schwarz nix. So, Reifenkonfiguration haben wir. Hä? Naja, ganz normale Konfiguration hoch. Standard ist hier einmal Fronthydraulik, dann einmal 600 Kilo Frontgewicht, dann 850.000. Ist vorne noch so eine kleine Stange drin, damit ihr auch schön die Mitte von der Spur, sag ich mal, beim Grubbern oder so halten könnt. Und das war's dann auch. Reifenhersteller Gistrelberg, Michelin und Mitas. Sexy. Michelin kosten 1800, Mitas 1400 und Trelleborg nix. Bei Trelleborg könnt ihr einmal Breitreifen, also Standards, Breitreifen, Radgewichte. Keine Breitreifen und Radgewichte. Okay, das ist interessant. Bei Michelin könnt ihr einmal Standard, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte und sonst nichts. Bei Mitas Standard, Breitreifen, Breitreifen plus Gewichte und sonst nichts. Also keine Zwillingsbereifung oder Pflegebereifung. Design, Blue Power, könnt ihr hier oben sehen. Kommt dann halt so eine Blue Power, so ein Blue Power Schriftzug drauf. Genau. Design, genau, da oben könnt ihr noch solche Hörner auf Edo. Keine Ahnung, ob sich jetzt der Horn, die Hupe verändert. Das können wir ja gleich ausprobieren. Und da sind noch ein paar Scheinwerfer, könnt ihr mit dazu bauen. Und einmal die Trompeten und die Lichter. Motorausführung Standard hat das 218 PS. Dann 234, 250 und 260, 269 und 310 PS. So, das war's dann eigentlich auch schon zu den Motorausführungen. Zeige euch die immer hier. Ne? Da haben wir den 850er Kilogramm, war das glaube ich, Gewicht drauf. Ne? Hier einmal die. Den Kühlergrill in Gold, Auspuff auch. Boah, sieht eigentlich eh nicht schlecht aus. Hey, hey, hey.
So, Sound habe ich extra schon lauter gemacht, weil der hat einen richtig geilen Sound. Hört mal hin. Wenn ich erstmal Gas gebe. Geil. Einmal die Hupe, rundum leuchten, Licht. Genau. Innenraum kann ich Koyo mal sorgen, ne? Blinker wird angezeigt. Ah, okay, das ist nicht seitenrelevant, sage ich mal so, okay. Rundumleuchten werden, glaube ich, nicht angezeigt, so wie ich das sehe. Entweder bin ich blind oder nicht. Genau, Innenraumbeleuchtung gibt es auch. Damit ihr auch schön alles im Dunkeln seht. Ihr könnt sogar die Türen öffnen, so wie ich das gesehen habe. Moment, genau. L1, noch Steuerkreuz nach oben oder unten ist halt die Tür. Nach links und rechts ist die Heckscheibe. Sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sehen. Ne? Also von den Animationen. Geil. Wie beim Simnati TV von Deutz. Hey, habe ich was vergessen? Ja, die Blinker kann ich euch auch mal von außen zeigen. LED, so wie ich das sehe. Hier vorne noch. Der ist nicht in Blue Power. Aber der, glaube ich, genau. Da kommt halt dieser Schriftzug hin, wenn ihr die Blue Power Edition nehmt. Sonst gibt es, glaube ich, echt nichts mehr zu denen zu sagen. Ich wünsche euch sonst noch einen schönen Tag. Kommt auch an, wann ihr das seht. danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt euch schon langsam daran gewöhnt, dass ich jetzt langsam die Mauswahrstellung mache und nicht der Patrick. Dann ja, habe ich euch schon mal einen schönen Tag gewünscht. Doppelt hält besser, ne? Und tschüss.